Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. In dem heutigen Video sind wir mal wieder in der Vektorrechnung unterwegs und ganz konkret geht es heute um den sogenannten Betrag. Denn der Betrag ist eines der wichtigsten Werkzeuge tatsächlich in der Schule in der Vektorrechnung. Und daher habe ich mir drei verschiedene Aufgaben überlegt, die alle mit dem Betrag etwas zu tun haben. Die typischste Aufgabe ist sicherlich das erste, die Länge eines Vektors zu berechnen. Danach können wir das Ganze nochmal einen Schritt weitergehen. Und zwar geht es bei der zweiten Aufgabe um den Abstand von zwei Punkten. Und dann die dritte Aufgabe, das ist dann so noch mal einen Schritt weiter. Hier kennen wir nämlich den Abstand und sollen dann diese fehlende dritte Koordinate berechnen. Ja, wenn du das wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert, würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt an und verlieren gar nicht allzu viel Zeit. Die erste Aufgabe ist absolut basic, ne? Das ist im Endeffekt so, wie man den Betrag auch in der Schule einführt. Hier geht es darum, dass wir so einen Vektor haben und wir sollen die Länge berechnen. Ein Vektor ist nämlich nichts anderes als ein Pfeil und jeder Pfeil hat ja logischerweise einen Anfangspunkt und einen Endpunkt, dementsprechend ja auch eine Länge. Und einen solchen Betrag oder eine solche Länge berechnet man mit dem Betrag und das geht immer folgendermaßen. Du schnappst dir eine große Wurzel und darunter schreibst du dann jede Koordinate ins Quadrat, wie du es jetzt hier siehst, und diese Quadrate, die trennst du durch ein Pluszeichen, das heißt durch eine Summe. Wenn wir das Ganze jetzt auf unseren Vektor, der gegeben ist, übertragen, notieren wir eine große Wurzel, schreiben dann die erste Koordinate ins Quadrat, also minus 3 in Klammern zum Quadrat, plus die zweite Koordinate zum Quadrat, plus die dritte Koordinate zum Quadrat. Ja, und dann packen wir halt nochmal die ganz große Wurzel einmal da drüber. Ups, machen wir es immer so. Und was dir jetzt schon auffallen sollte, ich habe hier gerade diese negative Zahl in Klammern gesetzt. Wenn du den Betrag ausrechnen solltest, musst du das immer tun, ne? Also nicht einfach die Klammern weglassen, sondern jede negative Zahl einmal in Klammern setzen. Genauso auch übrigens Brüche, wenn du irgendwie einen Vektor hast, der eine Koordinate einhalb hat oder sowas, ne? Brüche und negative Zahlen dann einfach immer in Klammern setzen. Ja, und jetzt müssen wir das Ganze ausrechnen. Minus 3 in Klammern zum Quadrat steht für minus 3 mal minus 3. Das ist 9. 0 zum Quadrat, ja, ist 0. Und 4 zum Quadrat ist 16. Steht ja für 4 mal 4. Jetzt noch weiter einmal den Ausdruck unter der Wurzel. 9 plus 0 plus 16, da sind wir bei 25. Also bei der Wurzel aus 25. Ja, und das ist natürlich 5. Also, wenn du jetzt hier eine Länge berechnest und du keine Einheiten gegeben hast, kannst du darunter immer LE für Längeneinheiten notieren. Ja, das ist dann auch schon die Lösung zur ersten Aufgabe. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns einmal um diese Aufgabe hier. Denn hier haben wir ja zwei Punkte gegeben. Und mit Hilfe des Betrags können wir auch tatsächlich den Abstand von zwei Punkten berechnen. Du kannst das Ganze sogar noch ein bisschen weitergehen in Textaufgaben. Stell dir mal bitte vor, A und B sind irgendwie die Eckpunkte von einem Dreieck, einem Viereck oder sonstiges und du sollst eine Seitenlänge berechnen. Dann ist das genau dasselbe Vorgehen, was wir jetzt hier durchführen. Denn zwei Punkte sind gegeben. Wir werden jetzt als erstes den Vektor dazwischen bilden, also genau den hier. Und als zweites werden wir dann im Endeffekt diese Länge von diesem Vektor berechnen, denn du wirst mir wahrscheinlich recht geben, du siehst ja, die Länge von dem Vektor von A nach B ist ja gleich der Abstand von diesen beiden Punkten. Dementsprechend wäre es dann auch die Seitenlänge in einem Dreieck oder sonstiges. Und hier nochmal als Erinnerung, wie man die Länge dann berechnen wird. Also, wir brauchen als erstes den Vektor von A nach B. Den berechnet man immer mit hinteres minus vorderes, also mit B minus A. Ich schnappe mir jetzt also einmal den Punkt B in Vektorschreibweise. Da bin ich hier bei 0, 2, 1 und ziehe davon dann den Vektor A ab. Also in dem Fall jetzt hier minus 1, 3, 2. Ne? Also erster Schritt, ich bilde den Vektor dazwischen. Achte hier unbedingt ein bisschen auf Vorzeichen, denn du siehst hier schon, hier kann die Situation passieren, dass du minus minus hast und aus minus minus wird natürlich plus. Also 0 minus minus 1 ist dasselbe wie 0 plus 1 und das ist 1. 2 minus 3 ist minus 1. Und 1 minus 2 ist auch minus 1. So, jetzt habe ich den Vektor von A nach B gebildet. Und jetzt will ich ja da genau diese Länge von diesem Vektor haben, weil das, das haben wir gerade ja besprochen, der Abstand ist. Und das heißt, hier schnappe ich mir wieder eine große Wurzel, packe die erste Koordinate ins Quadrat darunter, plus die zweite Koordinate zum Quadrat, plus die dritte Koordinate zum Quadrat. Dann negative Zahlen, nochmal der Hinweis, unbedingt in Klammern setzen. So, ne, jetzt muss ich eigentlich noch diese Quadrate ausrechnen. 1 zum Quadrat ist 1, genauso auch wie minus 1 in Klammern zum Quadrat ist auch 1. Also bin ich hier bei 1 plus 1 plus 1 und das daraus auch in Wurzel. Ja, wenn ich das ausrechne, bin ich hier bei der Wurzel aus 3. Du kannst das sicherlich in den Taschenrechner eintippen und irgendwie auf 1, 2 Nachkommastellen runden. Du kannst aber jetzt auch das Wurzelergebnis, das heißt also das ja, korrekte, nicht gerundete Ergebnis, einfach stehen lassen. Auch hier packe ich wieder LE für Längeneinheiten dahinter, weil es ja hier auch wieder um eine Länge geht, weil ein Abstand halt logischerweise eine Länge ist. Ne? So, das war Aufgabe 2. Schauen wir uns jetzt Aufgabe 3 an. Hier sind wir dann nochmal einen Schritt weitergegangen in der Schwierigkeit. Denn wir haben jetzt hier Folgendes gegeben. Wir haben zwei Punkte gegeben, aber vom zweiten Punkt kennen wir hier offensichtlich die dritte Koordinate nicht. Was wir allerdings kennen, ist der Abstand.
Ne? Also einmal jetzt können wir mit Hilfe dieses gegebenen Abstands diese fehlende Koordinate berechnen. Also, was wir gegeben haben, ist ja im Endeffekt dann, weil das haben wir ja genauso bei der Aufgabe 2 gerade gemacht, wir haben den Betrag von dem Verbindungsvektor berechnet, weil das der Abstand war. Und jetzt kennen wir genau das Ergebnis, nämlich diese 5. Und diese Gleichung, die werde ich jetzt Stück für Stück bilden. Als erstes brauche ich natürlich wieder den Vektor von a nach b. Den haben wir gerade auch schon berechnet, ne? Wie haben wir den gerade berechnet? Mit hinteres minus vorderes. Und das Ganze funktioniert hier tatsächlich genauso. Mit b minus a. Das heißt, ich schnappe mir erstmal Punkt b in Vektorschreibweise. Also 0, minus 4 und b3. Und ziehe davon dann den Punkt a in Vektorschreibweise. Also bilde daraus den Vektor ab. Dann bin ich hier bei 3, minus 4 und 2. Ergebnis ist dann logischerweise, wenn ich das einmal ausrechne, 0 minus 3 ist minus 3. Minus 4 minus minus 4, also minus 4 plus 4, ist 0. Und b3 minus 2, da kann ich nichts verrechnen, also ist es einfach nur b3 minus 2. Genau so. Erster Schritt, Hammer. Jetzt brauchen wir natürlich im zweiten Schritt den Betrag wieder, ne? Das heißt, ich brauche jetzt den Betrag, damit ich genau diese Gleichung bilden kann. Das ist ja der zweite Schritt. Also, wie haben wir den Betrag gerade gebildet? Wir hatten uns eine große Wurzel geschnappt. Und darunter hatten wir jetzt jede Koordinate ins Quadrat gesetzt. Also minus 3 in Klammer zum Quadrat plus 0 zum Quadrat plus b3 minus 2 zum Quadrat. Ja, daraus haben wir dann eine große Wurzel drüber gepackt. So, und diesmal kennen wir das Ergebnis. Also kann ich das Ganze jetzt gleich 5 setzen. Genau so. Und wenn ich das jetzt habe, muss ich eigentlich nur noch diese Gleichung lösen. Was mich als erstes hier tatsächlich stört, ist diese große Wurzel. Und das Wurzelzeichen hat ja im Endeffekt eine Umkehrrechnung. Und ein Wurzelzeichen kriege ich weg, indem ich diese Gleichung quadriere. So. Ja? Auf der linken Seite bleibt dann jetzt der Ausdruck unter der Wurzel weg, übrig, weil Quadrat und Wurzel hebt sich auf. Und für die rechte Seite muss ich die 5 quadrieren. Das heißt, mein Ergebnis ist jetzt 25, weil 5 zum Quadrat steht ja für 5 mal 5 und das 25. Und jetzt kann ich hier im Endeffekt schon ein, zwei Schritte ja gleichzeitig abspulen. Denn ich kann jetzt einfach nur die Wurzel weglassen und die Rechnung nochmal aufschreiben oder ich rechne auch mal die Quadrate aus, ne? Weil minus 3 in Klammern zum Quadrat steht ja für minus 3 mal minus 3, das ist einfach 9. Ja, und 0 zum Quadrat fällt weg, weil es 0. Und ich würde jetzt hier tatsächlich diese Klammern nicht auflösen, weil sonst hättest du dann über kurz oder lang eine quadratische Gleichung mit entweder die du mit PQ-Formel oder aber mit der Mitternachtsformel lösen könntest, aber würdest so einfach deutlich ja, längere Aufgaben haben. Du kannst jetzt diese Gleichung einfach nach dieser Klammer nämlich umformen. Das heißt, durch Gegenrechnung diese positive 9 auf die andere Seite bringen, indem du diese Gleichung mit minus 9 verrechnest. Ja, dann bleibt auf der linken Seite dann logischerweise b3 minus 2 in Klammern zum Quadrat übrig. Und bei rechts sind wir dann bei 16. Und jetzt kannst du durch eine Wurzel wieder dieses Quadrat wegmachen. Weil wir hatten ja gerade schon besprochen, eine Wurzel kriege ich weg, indem ich quadriere, und ein Quadrat kriege ich wieder weg, indem ich die Wurzel ziehe. Also hier einmal die Wurzel ziehen, dann hebt sich auf der linken Seite das Quadrat weg, das bleibt dann b3 minus 2 übrig. Und ja, und rechts sind wir dann bei plus minus 4. Denn ne, du weißt ja vielleicht, wenn man eine gerade Wurzel wie die normale Wurzel oder die vierte Wurzel oder die sechste Wurzel bei einer Gleichung aus einer positiven Zahl zieht, erhält man immer zwei Ergebnisse. In dem Fall jetzt also plus minus 4. Und jetzt würde ich an deiner Stelle einmal noch beide Gleichungen einmal aufschreiben. Also einmal b3 minus 2 ist gleich positiv 4 und einmal b3 minus 2 ist gleich negativ 4. Und beide Gleichungen kannst du jetzt einfach verrechnen mit plus 2. Dann hast du hier einmal die erste Lösung. Ich hoffe, man kann es noch sehen. Wenn nicht, b3 ist gleich einmal 6, logischerweise. Hier verrechne ich das Ganze auch mit plus 2 und einmal b3 ist gleich minus 2, ne? Weil minus 4 plus 2 ist minus 2. Das sind dann also auch schon die beiden, ja, man kann es doch sehen, da konnte ich gerade einmal ganz kurz abchecken, die beiden Ergebnisse. Ja, also drei verschiedene Aufgabentypen, die man alle im Endeffekt mit Hilfe des Betrages berechnen kann. Hier habe ich dir ja auch schon noch den Hinweis gegeben, dass du genau mit diesem selben Vorgehen auch alle möglichen Seitenlängen von irgendwelchen Flächen, von irgendwelchen Körpern berechnen kannst. Also immer den Vektor dazwischen bilden, dann die entsprechende Länge berechnen. Dann weißt du da auf jeden Fall schon, dass du jetzt hier mit Hilfe diesen drei Aufgabentypen schon, ich würde sagen, 80, 90% der verschiedenen Aufgaben, die dir passieren könnten in der Schule, wenn es um den Betrag geht, ja, irgendwie abgedeckt hast. Ja, ich hoffe, dass dir dieses etwas längere Video geholfen hat, dass du irgendwie das gut findest, dass ich jetzt nicht nur so kleine Einzelvideos mache und dich dann von Video zu Video in irgendwelchen Playlisten rumschicke, sondern dass du das einfach mal ganz konkret
gebündelt hast. Schreib mir dazu super gerne mal dein Feedback in die Kommentare. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, wie immer der Hinweis, check gerne mein Vektorskript ab. GK und LK gibt es ja zwei verschiedene. Da wird die komplette Vektorrechnung wirklich verständlich erklärt, nicht wie im Mathebuch oder so. Das Ganze ist hochwertig gedruckt. Du findest dort Aufgaben, du findest dort Lösungen, du findest dort exklusive Videos. Ich würde mich freuen. Und schreib mir super gerne deine Videowünsche in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich dir wie immer ganz, ganz viel Erfolg beim Lernen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.